Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle an diesem Abend begrüßen zum mittlerweile jetzt schon sechsten Vortrag im Rahmen unserer achteiligen Reihe »Wie der Boden unter den Füßen spüren«. Mein Name ist Jörg Schmidt und ich darf Sie als Argus-Geschäftsführer im Namen unserer Selbsthilfeorganisation ganz herzlich dazu begrüßen. Schön, dass Sie sich die Zeit heute nehmen. Einige wieder, einige vielleicht auch zum ersten Mal. Zunächst einige organisatorische Dinge vorab. Lassen Sie bitte wieder Ihr Mikro die ganze Zeit über ausgeschaltet. Das ist ganz wichtig, bitte ausgeschaltet lassen. Zum einen kommen dann keine störenden Hintergrundgeräusche in den Vortrag hinein. Und zum anderen ist so garantiert, wenn Sie die Sprecheransicht wählen, das können Sie über die Ansicht oben rechts machen, dass immer diejenige zu hören ist, die spricht. Und das sollte im Idealfall die Frau Kast sein. Wenn dann andere Geräusche von anderen Teilnehmenden reinkommen, dann sind die plötzlich im Bildschirm. Also bitte, die dringende Bitte, lassen Sie Ihr Mikro ausgeschaltet. Du bist jetzt aus. Gerade gemerkt. So schnell kann es gehen. Die Fragen können Sie während des Vortrags in den Chat schreiben. Sie haben jetzt schon meine Kollegin Doris Hofmann in Aktion gesehen. Sie schaltet nicht nur die Leute stumm, sondern sie sammelt auch die Fragen, die Sie während des Vortrags haben. Da die dringende Bitte aber, schreiben Sie nur inhaltliche Fragen in diesen Chat und keine anderen Sachen, die Sie anderen Leuten mitteilen wollen, sondern beschränken Sie sich wirklich bitte auf die inhaltlichen Fragen. Sie machen es meiner Kollegin dadurch wesentlich einfacher. Vielen Dank an dich einmal mehr, Doris, dass du diesen Dienst wieder übernimmst. Ja, danke. Und sie wird dann am Ende des Vortrags von Frau Kast die Fragen als ihre Anwältin des Publikums stellen. Ein Dank auch an den Adrian Bayer-Kuhnlein, der wieder im Vorfeld als technischer Support zur Verfügung stand. Und Dank an die Kaufmännische Krankenkasse, die KKH, für die finanzielle Unterstützung dieser Reihe sowie das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte für die Kooperation. Ein Hinweis, Sie haben es jetzt, denke ich, gemerkt, kurz bevor der Vortrag angefangen hat, kam der Hinweis, dass wir diesen Vortrag wieder aufzeichnen. Er wird im Nachgang bei YouTube zu sehen sein. Normalerweise sieht man nichts von den Leuten. Wenn Sie aber auf Nummer sicher gehen wollen, dass Sie auch wirklich nicht zu erkennen sind, dann können Sie gerne während des Vortrags auch Ihr Video beenden. Das ist unten links jederzeit machbar. Ihr Video an auf jeden Fall sollten Sie dann machen, wenn Sie während des Vortrags eingeladen sind, in Kleingruppen sich auszutauschen. Die Frau Kast hat es angeregt, heute bei dem Vortrag mal zu machen. Sie werden dann im Laufe des Vortrags in Kleingruppen aufgeteilt. Das wird natürlich nicht aufgezeichnet und dann auch nicht bei YouTube online gestellt. Wir wollen uns insgesamt heute wieder 90 Minuten dafür Zeit nehmen und gestalten wird diesen Abend Frau Professor Dr. Verena Kast. Ich denke, in diesem Rahmen unter Ihnen ist sie allen ganz gut bekannt. Sie ist Psychologin und Professorin für Psychologie an der Uni in Zürich. Sie hat sich viel mit dem Thema Trauer beschäftigt und dazu viele Bücher geschrieben, die von, man kann sagen, denke ich, vielen Millionen Menschen gelesen wurden und auch werden. Und ein Buchtitel hat das Thema des heutigen Abends vorgegeben. Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben, die Kraft des Lebensrückblicks. Ich denke, ein vielversprechender Titel und wir sind sehr gespannt. Frau Kast, an Sie ein ganz besonderer Willkommensgruß von uns allen und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag jetzt. Vielen Dank. Können Sie mich hören? Gut. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für die erläuternden Worte. Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben. Mir ist es ganz wichtig, das gelebte Leben, was wirklich zählt, das, was man gelebt hat und nicht das, was man sagt, oh, hätte ich das noch gemacht oder hätte ich das noch gemacht oder hätte ich das noch gemacht. Und aus dem heraus ist von mir
eine Art von Lebensrückblick gekommen. Es gibt dann viele Formen von Lebensrückblick, viele Formen von Biografiearbeit unterdessen. Ich werde Ihnen einfach meine Form zeigen. Und Herr Schmidt hat das auch schon gesagt, dass dann in dieser Situation ich Sie auch mal in kleinere Gruppen aufteilen werde, wo Sie auch miteinander sprechen können. Weil Lebensrückblick lebt eigentlich vom Erzählen. Und Lebensrückblick, alle Biografiearbeiten gehen darauf zurück, dass wir, wenn wir einander länger nicht mehr gesehen haben, dann sagen wir, weißt du noch damals? Und dann fangen wir an zu erzählen. Und wenn wir einander erzählen, man trifft alte Schulkolleginnen, alte Schulkollegen, dann bringen sie einem eine Geschichte zurück aus der Schulzeit, die man natürlich schon hunderte von Malen gehört hat, aber es belebt, es macht lebendig. Und auf diesem Prinzip beruht Lebensgeschichte erzählen, beruht Lebensrückblick. Für mich ist, ich bin eigentlich zu diesem Lebensrückblick auf zwei Wegen gekommen. Der eine Weg ist, ich mag sehr gern Imaginationen, Vorstellungen. Ich finde, unsere Vorstellungskraft ist etwas Wunderbares. Wenn wir unsere Vorstellungskraft nicht hätten, da könnten wir nicht planen, wir könnten nicht erinnern. Wir hätten aber auch keine Musik, wir hätten keine Malerei, wir hätten keine Dichtkunst. Wir wären überhaupt nicht die, die wir sind. Wir könnten einander auch nicht verstehen. Deshalb glaube ich immer, dass unsere Vorstellungskraft noch immer ein bisschen unterbewertet ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn Menschen älter werden, dann merkt man, dass die Vorstellungskraft nicht weniger wird. Wenn man älter wird, geht ja einiges so ein bisschen zurück. Es gibt auch Menschen, die sagen, dass die Intelligenz weniger wird. Das kann damit zusammenhängen, dass Intelligenz sehr viel mit Geschwindigkeit auch zu tun hat, zumindest die Intelligenzmessung. Ob das dann wirklich die Intelligenz ist, das ist eine andere Frage. Aber die Intelligenzmessung hat viel damit zu tun, wie schnell jemand ist. Und man wird nun zweifelsfrei im Alter einfach langsamer. Von daher, natürlich war für mich immer eine ganz große Frage, wie kann man die Vorstellungskraft bei älteren Menschen, wie kann man sie einsetzen, dass sie eben auch dazu führt, dass die Menschen sich ein bisschen lebendiger fühlen. Und ich bin da mit Studierenden zusammen in Altersheime gegangen und wir haben mit Menschen, die damit natürlich sehr einverstanden waren, haben wir so ein paar Imaginationsübungen gemacht. Und es ist natürlich eigentlich klar, dass man dort beginnt, wo diese Menschen selber sind. Und sie haben ja sofort angefangen, von der Vergangenheit zu erzählen. Und nun kann man diese Vergangenheit eben auch imaginativ erzählen und nicht einfach so intellektuell. Darauf komme ich dann noch. Und da haben wir dann gemerkt, dass man in kleinen Gruppen, immer wenn man irgendetwas aus der Lebensgeschichte erzählt, zum Beispiel, was habe ich mit meinem ersten Geld gemacht, das ich verdient habe, dass das zu sehr interessanten Geschichten geführt hat, die diese älteren Menschen auch sehr angeregt haben. Sie sind lebendig geworden. Das war ein Zweig für die Entwicklung von meiner Form des Lebensrückblicks. Der andere war, dass ich sehr viel mit trauernden Menschen gearbeitet habe. Und in der Trauer gibt es ja die Erinnerungsarbeit. Die Erinnerungsarbeit ist ja ungeheuer wichtig. Die verstorbenen Menschen, die haben wir nicht mehr, aber die Erinnerungen an sie und an das Leben mit ihnen, die haben wir natürlich. Und es ist nun so, dass wenn wir imaginativ aus dem Leben mit den Verstorbenen erzählen, dann bleiben wir nicht immer hangen dabei, warum musste dieser Mensch jetzt schon sterben oder hätte ich mich anders verhalten, dann wäre dieser Mensch nicht gestorben, sondern man versucht, das gemeinsame Leben, das, was miteinander erlebt worden ist, auch das, was aus einem herausgeliebt worden ist durch einen anderen Menschen, das versucht man wieder in der Erinnerung präsent zu haben. Und das ist das Wichtige am Lebensrückblick. Wir versuchen, etwas in der Erinnerung wieder präsent zu bekommen. Wir suhlen nicht in der Vergangenheit, sondern
wir versuchen, etwas wieder in uns zu bewegen. Und wenn man mit Trauernden eben auch vorstellungsbezogen arbeitet, dann erzählen sie einem nicht einfach, ja, da war ich auch und da kann ich jetzt nicht mehr hingehen, sondern da werden dann Geschichten erzählt mit dem verstorbenen Menschen zusammen. Eine Frau hat gehört, dass jemand anderer nach Sizilien geht und dann sagt sie, ach, da war ich auch mal mit meinem Mann und jetzt kann ich nicht mehr nach Sizilien gehen, jetzt bin ich neidisch. Wenn man die Frau jetzt aber fragt, wenn man sie sagt, erzähl doch mal, wie war das, als du nach Sizilien gingst? Und dann fängt sie an zu erzählen und erzählt, wie wunderbar sie das gefunden hat, dass ihr Mann da eigentlich gar nicht reisen wollte, mit ihr nach Sizilien gegangen ist. Aber wie er dann in Sizilien immer wieder, weil er sein richtiges Bier nicht bekommen hat, wie er dann doch auch wieder unleidig geworden ist. Und dann konnte sie einfach so erzählen, bis man wirklich das Gefühl hatte, jetzt ist sie noch einmal mit ihrem Mann in Sizilien. Und sie sagte, der hat es mir zuliebe gemacht und dafür bin ich dankbar. Wenn wir vorstellungsbezogen erzählen, dann bewirkt das, dass wir eben in viel breiterer Emotionalität erzählen, nicht immer nur dasselbe noch einmal betonen, sondern dass es so wie kleine Filme in uns wieder lebendig wird. Es ist nun so, wenn wir Lebensrückblick machen, dann machen wir jetzt nicht überlegen wir uns nicht, wo sind jetzt die ganz wichtigen Zeiten in meinem Leben, nicht die Frage, was war das Wichtigste in deinem Leben, sondern man geht einfach so an Dinge, die sowieso an die Erinnerung anknüpfen. Es sind manchmal dann schon Knotenpunkte der Lebensgeschichte. Aber es kann eben so wie, was habe ich mit meinem ersten Geld gemacht? Es kann eigentlich eine sehr kleine Anregung kann es sein. Es gibt dann meistens ein Gefühl der Dankbarkeit für sich selber, aber auch den anderen gegenüber, wertschätzen, manchmal auch versöhnen. Also, wie macht man es? Man kann natürlich selber für sich selber erinnern und das dann aufschreiben. Viel effektiver in meiner Wahrnehmung ist, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir es miteinander erzählen. Es haben viele Beratungsstellen haben diese Ideen aufgenommen und haben, besonders auch mit älteren Menschen, haben sie solche Lebensrückblickseminare gemacht, 10-mal miteinander. Man kann aber auch unter Freunden, statt dass man jedes Mal wieder sich über irgendetwas aufregt, kann man auch mal ein Thema aus der Lebensgeschichte miteinander besprechen. Es ist übrigens nicht einfach eine Idee für Ältere. Ich habe unterdessen relativ mit vielen Jüngeren gearbeitet, die das auch interessant finden. Mit Älteren, das kann man sich einfach sagen, wenn wir älter werden, dann haben wir auch ein Bedürfnis, einen Überblick über unser Leben zu bekommen. Und das bekommen wir, wenn wir Lebensrückblick machen. Weil unser Leben besteht ja zu einem großen Teil, oder unsere Persönlichkeit, nicht unser Leben, unsere Persönlichkeit besteht zu einem großen Teil aus unseren Erinnerungen. Und diese Erinnerungen wollen wir ja jemandem erzählen oder wir wollen sie aufschreiben. Wenn wir sie aufschreiben, rege ich an, ich komme da noch einmal drauf zurück, dann rege ich an, sie so aufzuschreiben, wie wenn man sie jemandem erzählen würde, weil man sonst leicht wieder so in eine abstrakte Form gerät. Biografiearbeit, Lebensrückblick ist erforscht worden und es ist eigentlich durchgehend, sagen die Studien, dass Menschen dadurch geistig beweglicher, zufriedener, weniger depressiv werden. Man muss da aber immer aufpassen. Es ist natürlich auch möglich, dass Menschen, die weniger depressiv sind und geistig beweglicher, dass die sich eher für so eine Lebensrückblicksunternehmung
interessieren. Nicht funktionieren tut der Lebensrückblick dort bei Menschen, die die Vergangenheit total glorifizieren und die Gegenwart abwerten. Und es funktioniert auch nicht bei denen, die immer wieder dasselbe beklagen. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die so richtig wiederkäuen. Oder also auf mich haben es alle abgesehen, mit mir passiert nie etwas Gutes, mir passiert immer nur etwas Schlechtes. Auf mich haben es alle abgesehen und es wird überhaupt nie etwas besser und so weiter. Für die ist an Ereignisse des Lebens einfach mal wieder noch einmal neu heranzugehen. In der Art, was fällt mir jetzt dazu ein? Wie kann ich es den anderen erklären? Das ist bei denen nicht möglich. Sie sind aber im Prinzip auch nicht interessiert an Lebensrückblick. Nun, welche Methoden haben wir? Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, vorstellungsmäßiges Erzählen. Was ist das? Das ist Imagination. Wahrscheinlich sind viele von Ihnen oder alle von Ihnen unterdessen mit Imagination vertraut. Ich würde aber trotzdem gern mit Ihnen eine Übung machen. Und ich bitte Sie jetzt, wenn Sie mögen, Sie müssen die Übung natürlich nicht machen, das ist ganz klar. Aber ich lade Sie ein. Ich würde Sie durch die Kanäle der Imagination senden, weil Imagination ist nicht einfach, dass wir etwas mit dem inneren Auge sehen oder mit dem inneren Ohr hören. Das ist es auch. Aber es ist eben auch, wir fühlen innerlich und so weiter. Das möchte ich Ihnen gern zeigen. Die Kanäle der Wahrnehmung sind auch die Kanäle der Imagination. Die Kanäle der Imagination sind auch die Kanäle der Wahrnehmung. Wenn ich Sie bitten darf, die Augen zu schließen oder auf einen Punkt vor sich hinzustarren, ein paar Mal tief zu atmen. Sie stellen sich jetzt vor, Sie gehen durch eine Straße. Sie sehen da das eine oder andere. Dann riechen Sie eine Bäckerei. Sie gehen dem Geruch nach. Sie gehen in die Bäckerei und Sie bekommen irgendetwas, was Ihnen gut schmeckt, zum Kosten. Dann lassen wir die Bäckerei. Sie streicheln eine Katze und wenn Sie Katzen nicht mögen, streicheln Sie sonst etwas, was schön weich ist. Dann lassen wir die Katze. Sie hören den Anfang von einem Lied, das Ihnen gut gefällt, oder von einem Musikstück.
Und jetzt stellen Sie sich selber in einer Bewegung vor, die Sie sehr gern machen. Wenn Sie gerne tanzen, tanzen Sie in der Vorstellung. Wenn Sie gerne laufen, laufen Sie. Wenn Sie gerne Ski fahren, fahren Sie Ski. Wenn Sie gerne schwimmen, schwimmen Sie. Dann lösen Sie sich von diesen Bildern, halten Sie bitte die Augen noch geschlossen. Ich habe Sie gebeten, durch eine Straße zu gehen, das ist eher Sehen, wobei da natürlich alles andere auch mitkommt. Dann habe ich den Geruchssinn angesprochen, Sie haben eine Bäckerei gerochen. Dann den Geschmackssinn, Sie haben etwas zu essen bekommen, zum Kosten bekommen. Dann den Tastsinn. Ich habe Sie gebeten, eine Katze zu streicheln. Dann den Hörsinn, den Anfang von einem Lied. Und dann habe ich Sie gebeten, eine Ganzkörperimagination zu machen, sich selber in einer ganzkörperlichen Bewegung sich vorzustellen, sich zu erleben. Sie haben vielleicht gemerkt, das eine oder das andere geht besser und vielleicht haben Sie auch gewisse Emotionen, gewisse Erfahrungen damit gemacht. Und jetzt bitte ich Sie, die Augen wieder zu öffnen. Sie können gerne ein bisschen sich strecken, sich gähnen. Also das war jetzt ein Crashkurs in Imagination. Imagination ist nicht einfach visualisieren, sondern Imagination kann mit allen Kanälen der Wahrnehmung gemacht werden. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ich kann nicht gut imaginieren, dann müssten diese Menschen in die Welt hinausgehen und mit den Sinnen eigentlich die Welt wahrnehmen. Das ist die Möglichkeit, wie man Imaginationen lernen kann. Es gibt natürlich auch noch psychologische Gründe, also Angst hemmt unsere Imagination. Aber Imagination ist eine ganz normale menschliche Fähigkeit und diese Fähigkeit können wir nützen. Zum Imaginieren gehört jetzt bei meiner Methode das Erzählen. Zum Erzählen gehört, dass ein anderer Mensch zuhört. Wenn wir einander erzählen wollen, sagen wir, stell dir vor, was mir passiert ist. Und das sagt man in allen Sprachen. Und das ist eigentlich die Frage, darf ich etwas erzählen? Und dann sagt der andere ja und dann erzählt man. Und gut erzählen kann man, wenn jemand gut zuhört. Also gut zuhören heißt, man geht auch mit in diese Imagination hinein. Gut zuhören heißt nicht warten, bis ein Stichwort kommt, wo man dann sagt, ja du, ich auch. Und bei mir war der Schnee sogar einen Meter hoch und nicht nur 80 Zentimeter. Das ist kein gutes Zuhören. Also zuhören, das ist etwas ungeheuer Wichtiges. Wir haben die Feststellung gemacht bei der Arbeit mit älteren Menschen, es wollten eigentlich alle erzählen und niemand wollte zuhören. Also das war eine echte Schwierigkeit, so dass man also richtig sagen musste, man hat 3 Minuten Zeit zum Erzählen und in diesen 3 Minuten, da darf niemand intervenieren. Normalerweise interveniert man natürlich schon, oder wenn jemand sagt, ja und damals, da waren die Füchse ja noch viel, viel frecher und haben uns die Hühner gestohlen und da bin ich dann mit einem Prügel hingegangen und da fragt man ja normalerweise, und hattest du keine Angst oder so irgendetwas? Also man muss dann auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber die Idee ist zuhören. Ich möchte jetzt
mit Ihnen eine kleine Übung machen und würde Sie dann gern später in Gruppen hineintun. Aber zuerst machen wir die Übung miteinander. Wenn Sie bitte noch einmal die Augen schließen oder auf einen Punkt vor sich hinstarren, wenn Sie die Augen nicht schließen mögen. Es geht einfach darum, dass Sie die Aufmerksamkeit kanalisieren. Oder wenn man anfängt, überall herumzuschauen oder herumzugehen, dann kann man sich nicht mehr konzentrieren. Aber man kann auch vor sich hinstarren, ist kein Problem. Jetzt denken Sie mal an einen schönen Ferientag in Ihrer Kindheit. Sie sind so ungefähr zwischen 5 und 10, Sie können das wählen. Die Frage einfach, schöner Ferientag, was fällt Ihnen da ein? Was haben Sie gemacht? Vielleicht müssen Sie ein bisschen suchen. Wie war das Wetter? Was hat sie gepackt? Ich lasse Ihnen ein bisschen Zeit. Dann lösen Sie sich von diesen Bildern und Erfahrungen, halten Sie die Augen bitte noch geschlossen. Gehen Sie noch einmal durch, was ist Ihnen in den Sinn gekommen? Welche Gefühle sind damit verbunden? Dann lösen Sie sich von diesen Bildern und Erfahrungen. Ich werde Sie jetzt in Breakout-Sessions einteilen. Da werden Sie etwa zu dritt oder zu viert drin sein. Und dann bitte ich Sie, dass jedes erzählt, was Sie jetzt imaginiert haben, so gut das halt geht. Und die anderen hören jeweils zu. Glauben Sie, dass das machbar ist? Wenn Sie meinen, es ist machbar, dann könnten Sie mal ein bisschen winken. Gut, es ist machbar. Okay, dann würde ich das jetzt mal so machen. Ich werde Ihnen 8 Minuten geben. Ja, schön, dass Sie wieder hier sind.
Ich danke Ihnen, dass Sie diese Übung gemacht haben. Ich habe Sie diese Übung aus zwei Gründen machen lassen. Den zweiten Grund werde ich Ihnen gleich nachher sagen. Der erste Grund ist sehr, Erzählen gehört wirklich dazu. Wir Menschen haben ganz viele Vorstellungen. Wenn wir nicht zielgerichtet etwas machen müssen, dann fängt unser Gehirn an zu planen oder zu erinnern. Also entweder erinnern wir uns an irgendetwas oder wir denken darüber nach, was wir dann zum Abendessen machen oder wie wir, was wir morgen machen oder so etwas. So ist unser Gehirn. Und man weiß unterdessen, dass je nachdem, womit wir uns beschäftigen, werden auch diese Vorstellungen etwas anders. Also wenn wir uns mit etwas Freudigem beschäftigen, werden sie etwas freudiger. Aber diese Vorstellungen, die sind so am Rande zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Sie merken ja, wir denken oft über etwas nach, was wir gerade gehört haben, aber dann ist irgendeine Verbindung, von der wir denken, das ist sonderbar, dass wir das jetzt so in Verbindung bringen. Also wir sind eigentlich ständig an dieser Schwelle zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten. Und im Moment, wenn wir einander etwas erzählen, dann werden diese Vorstellungen, die wir gehabt haben, die werden sehr viel deutlicher. Wir müssen sie, damit wir sie jemandem erzählen können, müssen wir sie ein bisschen mehr fassen. Weil diese Vorstellungen sind ja oft ziemlich vag. Es gibt viele Forschungen dazu, wo man zum Beispiel Menschen x-mal am Tag anruft und sagt, woran haben sie jetzt gerade gedacht? Also es geht eigentlich darum, diese selbstgenerierten Gedanken oder Tagträumen zu sehen, weil wir Menschen das machen, wir brauchen das offenbar auch, damit wir uns überhaupt auch immer wieder erholen können. Wir geraten sonst ziemlich in Stress. Und wenn man diese Menschen fragt, ja wissen, sie sind in einer Studie drin, wo man nach Tagträumen oder nach selbstgenerierten Gedanken fragt, dann sagen sie, ach, ich weiß jetzt gerade nicht, das war so irgendwie violett. Und wenn sie dann aber gebeten werden, zu diesem Violett etwas zu erzählen, dann kommt das. Und deshalb meine ich, wenn wir wirklich Lebensrückblick machen wollen in einer Art, dass wir mit uns selber in Kontakt kommen, sodass wir auch spüren, da ist eine große Energie drin, wo wir auch spüren, wir kommen mit uns selber noch einmal in einer akzeptierenden Weise in Kontakt, dann finde ich es eben sehr, sehr wichtig, dass wir einander auch erzählen, auch offen erzählen. Zum anderen aber auch, dass wenn Sie es schreiben wollen, dass Sie es wirklich so schreiben, wie wenn Sie es jemandem erzählen würden. Das kann man ja. Oder also man kann ja sehr abstrakt schreiben oder man kann auch so schreiben, dass man sehr viel deutlicher also so in einem Erzählstil eben schreibt. Nun, unsere Erinnerungen sind ja nicht einfach so abgelegt, sondern unsere Erinnerungen, es ist ja schon so, wenn Sie zum Beispiel mit Geschwistern, wenn Sie haben, vergleichen, wie Sie eine Bergtour gemacht haben, dann auch schon am Abend nach der Bergtour ist es so, dass man ganz verschiedene Eindrücke hat. Wenn man 20 Jahre später darüber spricht, kommt man sofort in eine Diskussion hinein, weil man sagt, nein, das stimmt doch nicht, das war doch so, nein, das stimmt doch nicht, das war doch so. So funktioniert unser Gedächtnis. Es ist nicht so, dass es das Gedächtnis einfach ganz unzuverlässig ist, aber es ist, man nennt es konstruktiv kreativ. Konstruktiv kreativ heißt in diesem Zusammenhang, je nachdem, in welcher Situation wir sind, wird ein bisschen etwas anderes in den Vordergrund gelegt. Je nachdem, wem ich es erzähle, erzähle ich ein bisschen etwas anderes. Und das ist jetzt also nicht, dass man versucht, jemanden zu täuschen. Das kann man natürlich auch. Aber unser Gedächtnis ist eigentlich immer wieder im Umbau. Und das hängt nun, je nachdem, in welcher Emotion wir sind, erinnern wir andere Dinge. Und das war der zweite Grund, warum ich Sie diese Übung habe machen lassen. Es ist so, wenn Sie in eine Gruppe kommen, die ärgerlich ist, dann sind Sie innerhalb von einer kürzester Zeit werden Sie auch ärgerlich.
Sie sind angesteckt. Also sie werden angesteckt. Und wenn sie ärgerlich sind, fallen ihnen viele ärgerliche Ideen ein. Also worüber sie sich noch geärgert haben. Und wenn man sich so richtig in den Ärger hineindreht, dann wird es eigentlich immer noch schlimmer. Von daher ist es sinnvoll, dass wenn man so eine Imagination, wenn man so eine Erinnerung macht, dass man wirklich auch versucht, positive Emotionen zu haben. Also nicht einfach sich sagt, nein, mein Leben ist ganz furchtbar und es ist alles, das Leben kann furchtbar sein im Moment, kann ganz furchtbar sein im Moment, aber es gibt auch andere Erinnerungen. Und das ist etwas Wichtiges am Lebensrückblick, dass man wirklich versucht, diese Erinnerungen nebeneinander zu stellen. Dann ist die Frage, wem erzählt man? Also man kann nur erzählen, wenn jemand auch zuhört. Das ist die eine wichtige Sache. Dann aber auch ganz wichtiger Punkt, nicht beschämen. Also in Gruppen, wo Überlebensrückblick gemacht wird, da spricht man darüber, dass man einander nicht beschämt. Beschämen heißt, wenn ich mich beschämt fühle, dann habe ich die Vorstellung, dass jemand mich mit sehr kritisierenden Augen anschaut. Und unter diesen kritischen Augen zerbröselt das Selbstwertgefühl. Und da erzähle ich natürlich nichts mehr. Oder ich erzähle irgendetwas Grandioses. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann kann man nämlich auch über Dinge sprechen, über die es einem auch schwierig ist zu sprechen. Dieser beschämende Blick, den haben wir oft selber auch. Also wir denken natürlich, andere Menschen beschämen uns, aber wir schauen uns oft auch selber an, so mit dem Aspekt, schäm dich. Das solltest du eigentlich anders machen. Und das ist das Wichtige am Lebensrückblick. Am Lebensrückblick ist das Wichtige wirklich das, dass wir uns selber mit einem freundlichen Blick anschauen. Was auch in unserem Leben ist, was in unserem Leben auch an Schwierigkeit ist. Wir schauen auf gewisse Situationen hin und wir schauen mit einem freundlichen Blick drauf hin. Das ist die Methode. Vorstellungsbezogenes Erinnern. Versuchen zuerst Erinnerungen heraufzuholen, die eher positiv sind. Also wie schwierig das Leben auch ist, es gibt immer auch Situationen, wo man Freude gehabt hat, wo man sich zum Beispiel interessiert hat für etwas. Es muss nicht Freude sein. Sie können sich vielleicht erinnern, was das für ein Gefühl war, wenn Sie auch ein bisschen zurückgehen in Ihrer Jugend, so vielleicht zwischen 12 oder 10 und 20, wo sie sich so richtig interessiert haben für etwas, was das eigentlich für ein Lebensgefühl war. Und solche Lebensgefühle auch wieder aufleben zu lassen, auch wenn man in einer schwierigen Situation ist, finde ich etwas ganz Wichtiges. Dann gibt es Themen, über die man spricht. Und beim Lebensrückblick würde man jetzt eben nicht über Suizid sprechen, sondern man würde zum Beispiel sprechen über Lebensübergang. Wie hat man einen schwierigen Lebensübergang bewältigt? Man macht wieder eine Anregung, können Sie sie jetzt vielleicht selber auch machen? Gibt es einen schwierigen Lebensübergang? Vorstellungsbezogenes Erinnern. Sie gehen zurück in diese Situation. Was habe ich damals erlebt? Was habe ich gefühlt? Was hat geholfen?
wer hat geholfen und was war eigentlich die Konsequenz davon? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Mann hat erzählt, der war jetzt etwa 70, und er hat erzählt, dass er mit 42 Jahren seine Arbeit verloren hat. Und dass das ganz schwierig war, weil er nicht mehr wusste, wie er seine Familie über die Runden bringt. Und wie hat er damals ausgesehen? Hat er gesagt, ja, damals hatte man so lange Haare und ich hatte dann die Haare ganz verfilzt. Ich habe sie nicht mehr gewaschen. Ich wusste auch gar nicht mehr, wie ich arbeiten kann und so weiter. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin der absolut größte Versager, den es überhaupt gibt. Und da hat dann die Gruppe gefragt, und was hat denn geholfen? Und dann sagt er, geholfen hat, dass ich jeden Morgen in den Wald gegangen bin. Ich bin in den Wald gegangen, ich bin 2 Stunden gelaufen, ich bin 3 Stunden gelaufen. Nach diesen 3 Stunden habe ich mich gefragt, was kannst du eigentlich noch? Und dann bin ich immer, jeden Tag bin ich irgendwo hingegangen und habe für Arbeit gefragt. Und dann war auch die Frage, wer hat geholfen? Wer hat geholfen? Und da kam dann plötzlich, sagte er, ja, mir hat niemand geholfen. Die Gruppe hat einfach hingeschaut. Und dann sagt er plötzlich, mein Bruder hat geholfen. Mein Bruder hat mir nicht geholfen, indem er mir Geld gegeben hat oder so. Er hat mir ein bisschen Arbeit gegeben, damit ich mir Geld verdienen konnte. Menschen haben mir geholfen, die mir zugehört haben, die nicht gesagt haben, du bist ein Versager. Und die Frage war dann, und was ist daraus geworden? Und er sagt, es fällt mir erst jetzt ein, und das war die Erzählung, sagte, ich war ja enorm hartnäckig. Ich war ja dermaßen hartnäckig. Und dann sagt er strahlend, sagt er, das ist gut. Ich werde jetzt für den Rest meines Lebens auch noch hartnäckig sein können. Also das war das, was er eigentlich daraus genommen hat. Also dieses, ich bin hartnäckig. Und eigentlich ein Kompetenzgefühl. Und verstehen Sie, jeder Mensch, der eine Krise überlebt hat, hat ein Kompetenzgefühl, wenn wir uns das vergegenwärtigen. Wir denken oft nur, es war so schwierig und so weiter, aber wenn wir eine Krise überlebt haben, dann heißt das im Grunde genommen, wir sind krisenkompetent, wir können mit einer Krise umgehen. Und das ist vielleicht das Wichtige am Lebensrückblick, dass wir wirklich uns auch immer wieder zurückfragen, womit gehe ich in die Zukunft hinein? Und wenn ich weiß, ich habe Krisenkompetenz, dann habe ich den Eindruck, ich kann auch in Zukunft, wenn etwas ganz schwierig wird, damit kann ich umgehen. Also das sind so Themen. Es gibt andere Themen. Zum Beispiel, man kann auf ganz andere Weise gehen. Zum Beispiel, was war der erste Film, den ich unheimlich gern gesehen habe? Das ist dann natürlich auch generationenabhängig. Welches Buch lese ich gerne? Oder dann, wie ist man in der Herkunftsfamilie mit Geld umgegangen? Geld ist ein ziemlich wichtiges Thema. Diese Themen müssen dann nicht mehr von Menschen kommen, die anleiten, sondern diese Themen kommen aus der Gruppe selber. Oder der erste Freund. Oder wichtige Träume, die ich gehabt habe. Und was ich finde, etwas ganz Wichtiges, Körpererinnerungen. Wann habe ich mich so richtig kraftvoll, lebendig gefühlt? Und kann ich mich da wieder zurückversetzen? Also, wann habe ich das letzte Mal so ausgelassen getanzt? Nun ist es nicht so, dass man dadurch einfach
in der Vergangenheit suhlt, sondern unser Gehirn generiert Zukunft. Wenn wir sagen, ich habe keine Zukunft mehr, dann ist das ein Moment, was so nicht stimmt, weil wir eigentlich immer, solange wir noch leben, haben wir eine Zukunft. Aber wir haben oft Gefühle nach rückwärts und die verändern sich, wenn wir sie wirklich zulassen, wenn wir die Vorstellung dazu vorlassen, in Gefühle nach vorwärts, also nach Sehnsüchte, vielleicht sogar nach Vorfreuden. Es gibt ganz einfache Übungen, zum Beispiel, indem man noch einmal fragt, können Sie sich erinnern an einen Geruch in der Küche von Ihrer Großmutter, von Ihrer Mutter, von Ihrem Vater, von irgendjemandem? Und dieser Geruch, ist der verbunden mit irgendetwas, was Sie gern gegessen haben? Die meisten Menschen haben so ein Kindheitsessen, das sie ganz gern haben. Und mit diesem Kindheitsessen sind ja dann verbunden, kommen dann Gefühle hoch, oder? Also man ist da zu Hause gewesen, bei mir ist es der Apfelkuchen von einer Tante. Und dieser Apfelkuchen, der war warm und da war es in der Stube warm und da war Geborgenheit und da sind andere gekommen mit dem Apfelkuchen. Man hat sich gestritten über den Apfelkuchen. Aber das ist so eine Kindheitserinnerung, ist eine nostalgische Erinnerung. Und diese nostalgischen Erinnerungen, wenn wir sie erzählen oder wenn wir sie aufschreiben, kommen plötzlich, verändern sich in, und wie mache ich das in der Zukunft? Also ich meine, ich muss ja nicht am Apfelkuchen meiner Tante hängen, sondern was ist denn jetzt eigentlich der Apfelkuchen für die Zukunft? Lebensrückblick gibt uns eine Möglichkeit, wieder nach vorn zu schauen, wie das Leben jetzt auch ist. Es gibt Energie, es gibt Kraft, es gibt die Möglichkeit, nach vorn zu schauen. Das ist übrigens, das sind auch Sachen, die erforscht worden sind und die nachgewiesen sind. Also es gibt natürlich Menschen, die dann in dieser ganzen Nostalgie hängen bleiben, aber das ist nicht die Idee vom Lebensrückblick und es ist auch nicht das, was normalerweise geschieht. Mir ist es wichtig, ich weiß, dass Sie Menschen sind, die in irgendeiner Weise mit Suiziden im Zusammenhang gekommen sind und das ist ganz, ganz schwierig. Ich komme jetzt von einer anderen Seite her, nämlich von dieser Seite her. Und was habe ich noch, wenn ganz vieles auch weggebrochen ist? Ich habe immer noch ganz viel von meinen Erinnerungen und ich muss nicht nur die Erinnerungen pflegen, die schlimm sind, sondern ich kann auch die Erinnerungen in mein Gefühl und in meine Wahrnehmungen, in mein Erleben holen, die eben auch gut sind. Und das gibt dann eine Art von Balance. Also das ist nicht so, wenn man mit Lebensrückblick kann man nicht schwierige Lebensereignisse einfach wegerklären oder wegdrücken oder so. Aber es ist nochmal etwas, es ist eine Balance. Also es sind zwei Seiten, die eine Seite vom Leben ist ganz furchtbar und eine andere Seite ist es eben nicht. Und dass man das nebeneinander halten kann, das ist etwas, was uns hilft und was uns auch hilft zu leben. Und das ist eigentlich mein Anliegen. Zum Schluss, es gibt auch eine Möglichkeit, dass man über Gefühle an Erinnerungen herankommt. Also wir erinnern uns, das ist eigentlich gar keine Kunst. Wir haben ständig Erinnerungen, wir lesen etwas in der Zeitung, erinnern uns an etwas im Zusammenhang. Wir müssen diese Erinnerungen nur pflegen und sie eben auch emotional pflegen. Aber wir können direkt in die Emotionen hineingehen. Also wir können zum Beispiel eben, wenn wir uns ärgern, können wir Ärger Emotionen machen, wenn wir Angst haben können, wir haben ja ganz viele Befürchtungsimaginationen oder wenn wir Angst haben, denken wir, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren. Also jede Emotion, die wir haben und jede wahrgenommene Emotion, das ist ein Gefühl,
die bewirken, dass wir eben auch entsprechende Vorstellungen haben. Und jetzt gibt es noch einmal ganz andere Gefühle und Vorstellungen. Und ich möchte Sie jetzt mal einfach fragen und Sie bitten, ganz kurz die Augen zu schließen und sich mal zu überlegen, wann waren Sie das letzte Mal ergriffen? Und wie hat sich das angefühlt? Das Gefühl, jetzt wenn Sie gern wieder die Augen öffnen, das Gefühl des Ergriffenseins, das ist ein Gefühl, das neu erforscht wird. Und es sind vor allem englisch sprechende Forscherinnen und Forscher, die geben diesem Gefühl den Ausdruck Kamamuta. Kamamuta ist Sanskrit und heißt von Zärtlichkeit und Liebe erfüllt sein. Ich weiß jetzt nicht, was für Vorstellungen Sie haben. Es ist eine Erfahrung, die wir in der Regel mit anderen teilen, wenn wir ergriffen sind. Teilen wir diese Erfahrung meistens mit anderen. Die Erfahrung ist bewegend, sie ist berührend, sie ist herzerwärmend. Und körperlich wird diese Erfahrung von Gefühlen von Wärme in der Brust, aufsteigenden Tränen bis zum Weinen begleitet, von Erregtheit, manchmal Heiterkeit, oft auch eine Gänsehaut. Also dieses Gefühl wird beschrieben als ein inneres Ergriffensein, als ein Bewegtsein auf Szenarien, die sich besonders auf soziale Bindungstendenzen beziehen. Und die können aus dem persönlichen Leben stammen, zum Beispiel bei Geburt eines Kindes, Feste in der Familie, Feste mit Freunden und Freundinnen, Trauungen, große Geburtstage, Beerdigungen. Man kann selber daran beteiligt sein, man kann es aber auch in einem Film sehen. Also Sie können zum Beispiel einen Film, wo es so schwierig ist für die Menschen und am Schluss doch noch eine Lösung kommt, da weint das ganze Kino und alle versuchen zu zeigen, dass sie nicht weinen. Aber das ist im Grunde genommen ein soziales Gefühl, das wir hier haben mit den Verbindungen dazu. Oder wenn Sie sportlich veranlagt sind, eine Sportlerin aus der eigenen Nation gewinnt an der Olympiade eine Medaille und dann wird die Landeshymne gespielt. Und auch wenn man eigentlich gar nicht so viel mit der Landeshymne am Hut hat, merkt man plötzlich, wie alle mit den Tränen kämpfen. Man kann sich gegen diese Ergriffenheit sehr schlecht wehren. Plötzlich ist man ergriffen von einer gemeinschaftlichen Emotionalität. Und das, finde ich, ist etwas ganz Wichtiges, weil diese Gefühle und diese Vorstellungen
stimulieren Gefühle der Zugehörigkeit, der Freundlichkeit, des Vertrauens, des Mitgefühls, aber auch der geteilten Verantwortlichkeit, Großzügigkeit. Also man weiß zum Beispiel für Menschen, die ergriffen sind in einer Situation, und man kann auch ergriffen sein, zum Beispiel bei einer Beerdigung, es ist so furchtbar traurig, aber es ist auch sehr ergreifend. Und da fühlt man sich verbunden mit einem größeren Ganzen und man ist sehr viel großzügiger. Also das ist ein soziales Gefühl, ja, das wir alle brauchen würden. Wir brauchen es einerseits für uns selber, weil wenn es uns schlecht geht, haben wir ja immer das Gefühl, dass wir so abgetrennt sind von allem oder von allen anderen. Wir würden es aber auch für die Welt brauchen, diese Gefühle der Ergriffenheit und die Vorstellungen der Ergriffenheit. Also das, wenn man so etwas einander mitteilt, das ist natürlich vielleicht schwierig, das einander mitzuteilen, wenn man eher so ein zurückhaltender Mensch ist. Aber wenn in einer Gruppe darüber gesprochen wird, dann gibt es fast ein spirituelles Gefühl. Also ein spirituelles Gefühl des Miteinander Verbundenseins, aber auch mit etwas Größerem verbunden zu sein. Das muss es nicht sein. Was zählt, ist das gelebte Leben. Heißt, ich kann auch einfach ganz einfache Dinge in meinem Leben noch einmal anschauen und sagen, ah, so habe ich das gemacht. Und das weiß ich heute noch. So hat es mich auch beeindruckt, so hat es mich beeinflusst, so habe ich mich selber gefühlt damit. Das hat aber auch gewisse Konsequenzen gehabt. Und das bringt im Grunde genommen uns mit unserer Identität wieder zusammen. Und wichtig ist mir einfach, ich sage das noch einmal, unsere Identität besteht eben nicht nur aus Dingen, die schwierig sind, sondern sie besteht auch aus ganz vielem, was wir Menschen sehr, sehr gut gemacht haben. Also ganz als einzelne Menschen haben wir das gut gemacht, wenn wir uns nicht mit sehr unfreundlichen Augen anschauen. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau Kast, wir danken Ihnen. Sie haben uns, denke ich, durch verschiedene Übungen, durch Ihr Erzählen mitgenommen und versucht darzustellen, wie Lebensrückblick gelingen kann. Ich möchte trotzdem nochmal, bevor wir den Raum öffnen für die Fragen des Publikums, nochmal ein bisschen nachfragen, speziell zur Situation nach Suizid, was ja bei uns sehr starkes Thema ist und was auch die meisten betrifft, die hier dabei sind. Sie haben es angedeutet. Auch allgemein zum Thema Krise und dass die Bilder eine Ausgewogenheit finden sollten. Aber gerade nach dem Suizid ist es ja so, dass die Bilder, die Vorstellungen, die man vom Suizid des nahestehenden Angehörigen dann hat, im Moment des Suizids oder danach dann auch, dass die diese friedvollen Erinnerungen oder auch nostalgischen Bilder, die Sie erwähnt haben, gerade wenn man so an seine Kindheit zurückdenkt, ja regelrecht überlagern. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen, wie das gelingen kann, diese beiden völlig verschiedenen Wahrnehmungen, sage ich mal, vielleicht auch zu verbinden. Ja, da kann ich gerne etwas dazu sagen. Ich habe halt einfach jetzt mal dafür gekämpft, dass an sich eine Suizidtagung ist. Sie haben mich aber auch gebeten, über die Kraft des Lebensrückblicks zu sprechen. Und ich habe eigentlich dafür gekämpft, dass es, auch wenn wir etwas ganz Schlimmes erlebt haben, dass das Leben auch noch breiter ist. Das wird man sicher in der ersten Zeit nach einem Suizid nicht so sehen. Aber mir scheint, wenn wir, also Sie fragen, wie kann man eigentlich diese Balance, das ist eine große Leistung, diese Balance herzustellen, und meistens kommt es eben doch übers Erzählen, dass man sagt, und mit diesem Menschen, da haben wir das und das gemacht. Also dieser Mensch hat ja nicht nur Suizid gemacht, sondern mit diesem Menschen hat man ja auch ein Stück Leben hat man geteilt. Und ich finde, wenn man dann auch wertschätzend dieses Stück Leben anschauen kann, das man miteinander geteilt hat, das vielleicht auch andere Menschen mit diesem Menschen geteilt hat, dann meine ich, kann man eher diese beiden
Seiten zusammenbringen. Es ist mir klar, dass es schwierig ist, aber es ist mir auch klar, dass wenn wir einfach auf dem Trauma bleiben, dann kann sich auch nichts mehr verändern. Dankeschön. Bitte. Doris, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, vielleicht kommt noch was. Machen wir erstmal die schon da sind. Und zwar die erste Frage. Wie wichtig war, ich lese es einfach so vor, wie es die Leute geschrieben haben. Ja. Wie wichtig war Ihre erste Übung mit uns? Sie gehen durch eine Straße und so weiter. Bezüglich der zweiten Übung, in der wir eine kindliche Urlaubserinnerung besucht haben. Ich hatte den Eindruck, dass sie mich wertvoll vorbereitet hat für verschiedene sinnliche Erinnerungen. Daher meine Frage, was braucht es, um solche Imaginationsübungen vorzubereiten? Ja, es braucht, danke für die Frage. Also grundsätzlich, die erste Frage war ja einfach, Sie damit in Verbindung zu bringen, dass Sie imaginieren können. Also dass Imagination, die Vorstellungskraft, ist eine ganz normale menschliche Kraft. Sie kann mehr entwickelt sein oder weniger entwickelt. Und das war im Grunde genommen die Vorbereitung. Die zweite Übung war dann die Übung, dass es mir wichtig war, dass man eben nicht nur für sich selber Imaginationen hat, sondern dass man diese Imagination in irgendeiner Weise darstellen muss. Dass man sie in irgendeiner Weise eben, das Erzählen ist ja das Einfachste. Man könnte auch aufschreiben, man könnte malen, und so weiter. Und wichtig war mir an der zweiten Übung auch, ich habe ja nachher gesagt, unsere Erinnerungen hängen eben sehr stark davon ab, in welcher Emotion wir sind. Und wenn wir natürlich tief traurig sind, dann haben wir tief traurige Imaginationen. Aber wir sind eben nicht immer tief traurig. Es ist so wichtig, dass wir dann auch sehen, dass es auch Situationen gibt, wo wir einfach traurig sind oder wo wir sogar mal vorübergehend heiter sind. Also ich habe da versucht, sie in eine freudige Imagination hineinzubringen und habe dann natürlich auch in der Übung versucht, ihnen zu zeigen, dass es gut ist, dass man das einander erzählt. So eine Übung können Sie jederzeit, auch mit anderen Menschen können Sie machen. Es ist keine Gefahr dabei, weil wenn wir es nicht wollen, dann fällt uns einfach nichts ein. Also von daher, man hat früher immer das Gefühl gehabt, oh Gott, und dann überfallen mich diese Bilder. Nein, die Bilder im Alltag können uns ganz heftig überfallen. Aber wenn Sie so eine Imagination machen, dann passiert im Grunde genommen nichts. Normalerweise ist es so, dass Menschen durch so eine Imagination aktiviert werden. Sie werden ein bisschen belebt. Und das ist ja schon mal was. Gut. Ich hoffe, das war ausreichend beantwortet, Herr Friedmann. Dann möchte jemand wissen, wie wandelt man Gefühlsimaginationen, am Beispiel Angst, Befürchtungen aufgrund von Vergangenem, positiv um? Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Also ich finde, wenn man Angstimaginationen hat, Bedrohungsimaginationen, dann ist es zuerst mal ganz wichtig, dass man die sieht. Also dass man nicht einfach sagt, ich habe Angst, sondern ich habe auch von einer ganz spezifischen Situation Angst. Das Schlimmste ist, wenn wir immer generalisieren. Weil wenn wir generalisieren, dann können wir nichts machen. Aber wenn ich sage, ich habe Angst, dass ich in dieser Situation diesem Menschen nichts geben kann, zum Beispiel, dann weiß ich. Oder ich habe Angst, dass ich, wenn ich diesen Menschen treffe, dass ich einfach klein werde und nichts mehr sage. Wenn ich mir das vorstelle, dann kann ich auch in meiner Vorstellung, dann kann ich mir sagen, kann ich etwas dran verändern? Und bei der Angst ist es ja so, wir Menschen haben einfach weniger Angst, wenn wir zu zweit sind, nicht? Also für mich ist es ganz wichtig, dass wir über unsere Ängste reden, auch jetzt über unsere kollektiven Ängste. Also wir haben ja wirklich auch kollektive Ängste, wenn man an Ökologie denkt, aber auch gut,
die Covid-Pandemie ist vielleicht langsam vorbei, aber da war ja mit viel, viel Angst verbunden. Und wir Menschen können mit Angst umgehen, wenn wir miteinander über diese Angst sprechen. Das ist mal eine Möglichkeit. Dann ist es oft so, dass wenn wir Angst haben, dann sehen wir die Welt oder andere Menschen als Angreifer. Also sie greifen uns an, sie sind aggressiv und ich bin das arme Opfer. Nun, von der ganzen tiefen Psychologie her sind wir der Ansicht, dass was ich im anderen sehe, das ist möglicherweise auch etwas in mir. Also ich könnte ja vielleicht auch aggressiv sein und die Aggression würde ja helfen in einer Situation, wo ich Angst habe, mich auch ein bisschen zu wehren. Also ich würde dann dem anderen nicht so viel Macht geben, um mich selber etwas ermächtigen, besser zu reagieren in dieser Situation drin. Also das wären so, also man kann natürlich mit der Angst, sie ist so vielfältig, da müsste man stundenlang darüber sprechen. Aber sie können auch, und das wäre eine Möglichkeit, dass man jetzt von ich habe Angst einfach mal sagt, ich mache jetzt eine Ärgerfantasie. Also ich habe zwar Angst, aber ich ärgere mich über diese und was würde ich jetzt eigentlich gern machen, was würde ich in dieser Situation machen und so weiter. Und das kann die Angst auch verändern. Und sie können natürlich auch wenn es geht, eine Fantasie der Vorfreude machen. Dass sie sich sagen, im Moment habe ich unheimlich Angst, aber ich freue mich. Also das weiß man zum Beispiel von Menschen, die eine Prüfung machen müssen. Die sagen, ich kann nicht mehr essen, ich schlottere und so weiter, ich habe wahnsinnig Angst. Aber wenn die Prüfung vorbei ist, dann darf ich in die Berge Skifahren gehen. Und dann versuchen, dann wird diese Vorfreude ist eine der wichtigsten Vorstellungen, die wir haben. Und das ist etwas ganz Wichtiges an der Vorfreude, weil viele Menschen erlauben sich die Vorfreude nicht, weil sie sagen, und wenn ich dann enttäuscht bin, dann bin ich so unheimlich enttäuscht. Man muss die Vorfreude vom Ergebnis trennen. Wenn ich mich auf etwas freue, und das trifft dann ein, also ich freue mich auf ein schönes Konzert. Und das Konzert ist schön, dann ist es ja wunderbar. Wenn ich mich vorgefreut habe und das Konzert hat mich nicht angesprochen, dann hatte ich wenigstens die Vorfreude. Wenn ich mir die Vorfreude nicht erlaube und das Konzert ist nachher toll, dann kann ich die Vorfreude nicht nachholen. Und diese positiven Emotionen sind eben etwas, was uns für die Immunabwehr gut tut, was uns stärkt, was uns großzügiger macht. Also viele Menschen sagen, das kann ich in dieser Situation nicht, das mag sein. Aber ich glaube, dass wir es viel öfter können, als wir es meinen. Manchmal wollen wir es auch einfach nicht. Und ich bin immer da der Ansicht, dass es ganz gut ist, wenn man laufen geht. Laufen, da geht manchmal noch etwas, wenn nichts mehr geht. Nicht manchmal, da geht etwas, wenn nichts mehr geht. Und da fällt einem ja vielleicht auch außen in der Welt etwas ein, was einem für den Moment gefällt. Das muss einen ja nicht in Hochstimmung bringen, aber es gefällt einem zumindest. Gut. Fragen direkt habe ich im Moment keine mehr. Das sind mehr Feststellungen. Zum Beispiel, jetzt ist es Moment verrutscht. Die Kraft des Lebensrückblickes betrifft nach einem Suizid in erster Linie den unendlichen Schmerz, der kaum bzw. gar keine schönen Erinnerungen zulässt, weil das Problem eben ist, dass viele nicht mehr über diesen Menschen sprechen wollen. Er wird totgeschwiegen und deshalb gibt es keinen Lebensrückblick. Das ist jetzt die Meinung. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Also ich meine, ich würde schon den Unterschied machen zwischen Trauerarbeit und Lebensrückblick.
Lebensrückblick hat etwas zu tun mit mir, mit meinem Leben, mit all den Knoten, die ich in meinem Leben habe, mit den schwierigen Situationen und mit nicht den schwierigen, sondern mit den schönen Situationen. Und was dieser Mensch angesprochen hat, ist meines Erachtens eher die Trauerarbeit. Und während der Trauerarbeit ist es natürlich an sich klar, dass man dann eben auch von den Schuldgefühlen, vom Ärger und so weiter spricht. Wobei ich auch da meine, dass es eben dann doch auch wichtig ist, dass man auch mit anderen Menschen nicht einfach nur über den Suizid spricht, sondern eigentlich darüber spricht, was haben wir miteinander gemacht? Gibt es denn irgendeine Unternehmung, die wir miteinander gemacht haben? Oder gibt es, meines Erachtens gibt es keinen Menschen, der nicht irgendetwas Spezielles, etwas Besonderes hat. Ich weiß schon, das ist ja auch bei der Trauerarbeit so, dass die anderen Menschen wollen irgendwann nicht mehr davon reden, weil sie einfach genug haben. Und das ist bei Suizid sicher noch sehr viel mehr. Aber ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, damit umzugehen, als dass man doch immer wieder versucht, das ist ja was, wir haben ja sowas wie einen Lebensteppich. Und so ein Suizid ist ja fast wie eine große Noppe in diesem Lebensteppich drin. Und ich sehe nicht, dass wir mit dieser Noppe eigentlich umgehen können, wenn wir nicht versuchen, andere Menschen doch immer mal einzubeziehen. Aber wir können sie nicht einbeziehen, indem wir sie direkt noch einmal darauf ansprechen, auf den Suizid oder wie man sie, oder wenn man in einer Trauerphase ist und selber furchtbar traurig ist, wenn man immer wieder sagt, es geht mir so schlecht und so weiter. Es geht am ehesten über gemeinsame Erinnerungen. Und da muss man gelegentlich auch ein bisschen kämpfen. Gut. Ja, also Fragen sind jetzt keine weiter da, sind mehr Statements. Rakast, wenn Sie in den Chat schauen, die können Sie auch selber lesen, weil der Chat für alle offen ist. Es war mein Versehen, aber es war, denke ich, kein Schaden. Ja, okay. Ja, ich denke jetzt, das letzte Bild, was die Frau Kast aufgezeichnet hat, ist, denke ich, ein schönes Bild, was wir versuchen wollen, auch mitzunehmen. Und auch vom Chat her, denke ich, gehen die Meldungen eher Richtung, ja, weitergehen, zukunftszugewandt. Ich denke, das ist auch die Botschaft, Frau Kast, die Sie uns heute vermitteln wollten, wo wir Sie auch drum gebeten haben, den Menschen Mut zu machen, mit der Situation nach dem Suizid das Leben doch wieder weiterzuführen und auch dann es zu irgendeinem Punkt zu schaffen, auf das Leben zurückzublicken und zu sagen, ja, der Suizid ist passiert in meinem Leben, aber ich habe mein Leben doch wieder geschafft, weiterzuführen. Dafür nochmal einen herzlichen Dank an Sie, Frau Kast, dass Sie uns da heute auf diese verschiedenen Reisen, sage ich mal, auch ein Stück weit mitgenommen haben. Ein virtueller Applaus für uns am Schluss nochmal an Sie, Frau Kast. Vielen Dank.